Hallo und herzlich willkommen zu einem potenziellen Klausurthema Korrektheit. Was ist Korrektheit? Korrektheit muss man bei Programmen auf 5 verschiedenen Ebenen betrachten. Hier sehen Sie diese Ebenen. Ganz unten sehen Sie die unterste, die einfachste Ebene. Ganz oben dementsprechend die komplexeste Ebene. Wir werden in diesem Video alle diese Ebenen nacheinander betrachten. Und zwar von unten nach oben. Beginnen also mit der lexikalischen Ebene. Und was die lexikalische Ebene bedeutet, sehen Sie hier anhand dieser 3 einfachen kleinen Beispiele. Ich denke, das ist selbsterklärend. Lexikalische Ebene bedeutet das, was Sie in der Schule unter dem Namen Rechtschreibung kennen. Bei Programmiersprachen und anderen formalen Sprachen ist es allgemein üblich, alles Mögliche durch solche Regeln, wie Sie sie hier sehen, in einer entsprechenden Regelsprache zu formulieren. Hier erst einmal die Regeln, die auf lexikalischer Ebene einzuhalten sind, nur anhand eines Beispiels, nämlich Beispiel Identifier, also das wissen wir, was das ist, Bezeichner für alles Mögliche, die Namen, die wir selbst wählen als Programmierer. Und das ist eine typische Schreibweise, aber nicht die einzig mögliche. In der Dokumentation, in der Definition des Standards für die Sprache Java beispielsweise, finden Sie eine andere, verkürzte Schreibweise. Aber im Prinzip von der Struktur her ist das alles dasselbe. Ich habe mich hier jetzt zur Illustration für eine nicht so verkürzte Schreibweise entschieden, damit die einzelnen Komponenten einer solchen Regelsprache, in der solche Regeln abgefasst werden können, dann deutlich zum Vorschein kommen. Sie sehen hier nur einen Ausschnitt, nur das Beispiel Identifier als ein Beispiel von vielen. Und Sie sehen, ein Identifier ist definiert durch irgendwas, was dann auf der rechten Seite dieses komischen Zuweisungszeichens steht. Und Sie sehen, das geht dann so weiter. Zum Beispiel habe ich hier ein Begriff genannt, Letter Extended, Buchstaben erweitert, und zwar erweitert durch 2 Sonderzeichen. Wir haben hier schon gesehen, dass Identifier durch Buchstaben, Ziffern und diese beiden Sonderzeichen gebildet werden können. Zur Abkürzung fasse ich Buchstaben und diese beiden Sonderzeichen zu einem Punkt zusammen. Und Sie sehen auch schon, wenn Sie wieder hier einen Begriff neu einfügen, den Sie dann noch weiter definieren, dann in dieser Regelsprache, die ich gewählt habe, dann setzen Sie den hier in solche doppelten Spitzenklammern, also kleiner Zeichen, größer Zeichen. Und so geht es dann weiter. Ja. Letter Extended, Buchstaben erweitert, ist Buchstabe und diese beiden Sonderzeichen. Können Sie hier unten sehen, was bedeutet Buchstabe, Letter dann, Kleinbuchstaben oder Großbuchstaben. So muss man das verstehen. A.Z ist, denke ich, selbsterklärend. Wenn man nicht alle 26 Möglichkeiten aufzählen will, was ein Buchstabe, was ein Kleinbuchstabe ist, dann darf man hier auch mit ... das abkürzen, genauso beim Großbuchstaben. Und wenn es eins von beiden ist, entweder ein Kleinbuchstabe oder ein Großbuchstabe, dann ein solcher Veroderungssymbol, wie wir es ja schon aus anderem Kontext kennen. Hier sehen Sie dann noch entsprechend anders. Was Sie hier also sehen ist, der erste Buchstabe eines Identifiers muss entweder ein Buchstabe sein, also Kleinbuchstabe oder Großbuchstabe oder ein Sonderzeichen. Danach kann es eine beliebige Abfolge von Zeichen sein, die hier unter Identchar passen, also ein Buchstabe oder eine Ziffer, also Buchstabe, Sonderzeichen, Sonderzeichen oder Ziffer. Und was Sie hier sehen, ist eine rekursive Möglichkeit. Ja, damit können wir ausdrücken, dass ein Identifier nach dem ersten Zeichen noch beliebig viele weitere Zeichen haben kann, die unter diesem Begriff Identchar hier Identifier-Char fallen und so definiert sind. Dieses Epsilon als alternative Option zu dem hier sagt an, dass auch 0 weitere Zeichen, also nach dem ersten Zeichen, das ja hier festgelegt ist, dass dann auch keine weiteren Zeichen folgen müssen. Sie wissen aus der Mathematik, solche formalen Kalküle, solche formalen Beschreibungsmethoden sind nützlich oder sogar notwendig,
um sich von der Umgangssprache zu lösen, um auf eine absolut unmissverständliche Art und Weise, in einer absolut unmissverständlichen Sprache auszudrücken, was man ausdrücken möchte, damit auch garantiert kein Missverständnis geschehen kann, wenn man jemandem anderes kommuniziert oder wenn man liest, was fällt jetzt nun, ganz konkret in dem Beispiel, was fällt jetzt nun unter dem Begriff Identifier und was fällt nicht darunter. Und Sie sehen hier ein einfaches Beispiel abzuleiten, dass dieser String hier, diese 5 Zeichen in Folge, dass die ein Identifier sind. Ja, warum ist das ein Identifier? Nun, wir haben hier vorne Letter Extended, Kleinbuchstabe C passt. Das heißt, das hier ist ein Identifier, wenn das hier ein solche Identchar-List ist. Warum ist das eine solche Identchar-List? Ja, Ziffer vorne, weil das hier eine ist. Warum ist das hier eine? Sonderzeichen vorne, erlaubtes Sonderzeichen vorne, weil das eine ist, weil das eine ist und weil wir am Ende bei der leeren Zeichenliste herauskommen und die ist ja auch erlaubt. Beachten Sie, dass auf die Art und Weise auch unmissverständlich geklärt ist, dass beispielsweise auch kein Leerzeichen drin sein darf, denn Leerzeichen sind hier in diesen Definitionen nicht mit enthalten. Das heißt, wenn eine solche Zeichenkette beispielsweise ein Leerzeichen enthält, dann ist von vornherein aufgrund dieser Regeln klar, das kann nicht alles zusammen ein einzelner Identifier sein. Die nächste Ebene über der lexikalischen Ebene ist die syntaktische Ebene. So wie lexikalische Ebene vergleichbar ist mit Rechtschreibung, so ist grob syntaktische Ebene vergleichbar mit Grammatik einer natürlichen Sprache. Hier sehen Sie ein wichtiges Beispiel für die syntaktische Ebene, was man da richtig machen muss oder falsch machen kann. Nämlich Klammersetzung hatten wir schon ganz, ganz früh. Was eine korrekte Klammersetzung ist, nur mal ganz kurz noch zur Erinnerung. Klammerpaare müssen entweder so wie hier ineinander geschachtelt sein oder so wie, wo sind sie hier? So wie dieses und dieses aufeinander folgen. Ja, was wir jetzt hier sehen, in dem Beispiel hier, das ist keine korrekte Klammersetzung. Hier sehen Sie zwei sich überlappende Klammerpaare, das ist nicht erlaubt. Hier fehlt die öffnende Klammer, hier fehlt die schließende Klammer. Zur syntaktischen Ebene gehören aber auch die Korrektheit oder Inkorrektheit solcher Konstrukte wie hier. Also beispielsweise, wie Schleifen gebildet werden, wie prinzipiell beispielsweise auch Methoden gebildet werden, wie der Methodenkopf gebildet wird, wie grundsätzlich Klassen gebildet werden, wo geschweifte Klammern hinkommen, wo sie nicht hinkommen und so weiter und so fort. So wie wir das eben für Korrektheit oder Inkorrektheiten auf der lexikalischen Ebene gesehen haben, so können wir auch für die syntaktische Ebene so eine Regelsprache verwenden, um unmissverständlich klarzumachen, wie die syntaktischen Regeln in dieser Sprache sind. Ich nehme mir hier nur ein ganz kleines Beispiel her, ein einzelnes Beispiel, stellvertretend für viele, es kommt ja hier wieder nur aufs Prinzip an, und das ist die Definition, was ist eigentlich eine Anweisung in Java? Und dann sehen Sie schon erst einmal, eine Anweisung in Java, davon gibt es viele verschiedene Arten, sogar mehr als ich hier aufgeführt habe, was durch Punkt, Punkt, Punkt angedeutet ist. Das heißt also, diese Definition hier von einer Anweisung ist nicht vollständig. Es gibt noch mehr Arten von Anweisungen, aber es geht ja nur ums allgemeine Verständnis. Es geht jetzt hier nicht darum, die Sprache Java wirklich zu definieren. Auch hier gilt wieder, wie auf der lexikalischen Ebene, in der Definition des Sprachstandards Java finden Sie auch solche Regeln in einer etwas verkürzten Regelsprache. Hier betrachten wir eine entsprechend nicht so verkürzte Regelsprache. So, Sie sehen also, eine Anweisung kann zum Beispiel eine einfache Anweisung sein oder eine zusammengesetzte Anweisung. Das werden wir auf der nächsten Folie sehen, was das ist. If-Anweisung und so weiter. Eben diese verschiedenen syntaktischen Konstrukte, die wir im Laufe des Semesters bisher gesehen haben. Hier ist noch ein interessantes Detail, nämlich dieses Semikolon hier. Wir haben ja immer gesagt, bei einer Anweisung muss am Ende ein Semikolon folgen. Stimmt so natürlich eben nicht, wie wir das ursprünglich gesagt hatten, als wir noch keine Schleifen und nichts gesehen haben. Denn bei, wie wir dann später gesehen haben, bei diesen ganzen Anweisungen hier und auch bei den zusammengesetzten Anweisungen ist es nicht so, dass am Ende noch zusätzlich ein Semikolon folgen muss. Nur bei der einfachen Anweisung ist es so. Hier sehen Sie auf dieser Folie also ein typisches Beispiel dafür.
wenn man sich in den kleinen Details nicht ganz sicher ist, wo jetzt nun ein Semikolon hingehört und wo es nicht hingehört und so weiter. Semikolon ist natürlich nur ein Beispiel. Ja, dann schaut man einfach in diese regelsprachlich definierten syntaktischen Regeln hinein und kann genau nachschauen, aha, hier bei einer einfachen Anweisung, da kommt hinten ein Semikolon und bei den anderen kommt da keins. Als erstes Beispiel für Arten von Anweisungen nehmen wir uns das Compound Statement her, eine Folge von Anweisungen. Und Sie sehen hier, dass diese Folge von Anweisungen immer in geschweifte Klammern zu setzen ist. Das heißt, hier kommt auch der Punkt hinein. Wir hatten ja bei If-Anweisungen, Schleifen und so weiter gesehen, wenn der Schleifenrumpf nur aus einer einzigen Anweisung besteht, dann kann man die geschweiften Klammern setzen, man muss sie aber nicht setzen. Wenn man sie setzt, dann hat man hier ein Compound Statement geschaffen mit einer einzigen Anweisung in der Sequenz. Wenn man sie nicht setzt, wenn man die geschweiften Klammern nach einem If-Kopf oder While-Kopf und so weiter nicht setzt, dann hat man eine einfache Anweisung geschaffen, die eben keine geschweiften Klammern hat. Und Sie sehen hier die Sequenz von die Folge von Anweisungen kann leer sein, auch wieder ein wichtiger Punkt. Eine durchaus nicht unberechtigte Frage. Manchmal kann man auch beispielsweise einen leeren Methodenrumpf schreiben, also einen Methodenrumpf, der nur aus geschweiften Klammern besteht, ohne Anweisung darin. Antwort: Ja, denn die leere Folge ist ebenfalls eine Folge von Anweisungen. Und hier wieder dieselbe Konstruktion wie eben auf der lexikalischen Ebene. Ein Compound Statement, eine Statement Sequence, eine Folge von Anweisungen also, besteht aus einer Anweisung und wieder aus einer Anweisungsfolge. Das heißt also, wenn beispielsweise hier eine einzelne Anweisung in geschweiften Klammern ist, dann ist das der Fall, bestehend aus einer Anweisung und die Statement Sequence hier ist gerade die leere Folge. So. Einen wichtigen Punkt sehen Sie noch hier. Hier steht einfach, dass eine beliebige Anweisung in so einer Anweisungsfolge sein darf. Das heißt eben nicht nur eine einfache Anweisung, sondern eben eine beliebige Anweisung. Das heißt auch zum Beispiel wieder ein Compound Statement, eine Folge von Anweisungen in geschweiften Klammern oder eine If-Anweisung oder eine While-Anweisung und so weiter und so fort. Das heißt, dadurch, dass hier das Wort Statement steht und nicht beispielsweise Simple Statement, dadurch wird gesagt, in so einer Folge von Anweisungen können beliebig gemischt beliebige Anweisungen von beliebigen Arten stehen, eben auch If-Anweisungen, While-Anweisungen und so weiter und so fort. Was noch interessant ist an dieser Stelle hier mit dem Begriff Statement hier, ist, dass damit die Anweisung, also Statement, indirekt rekursiv definiert ist. Was heißt das? Compound Statement wurde ja benutzt, um Statement zu definieren. Ja, eine der Möglichkeiten, wie ein Statement aussehen kann. Umgekehrt jetzt wird Statement verwendet, um Compound Statement zu definieren. Das ist letztendlich das in diesem Beispiel und auch bei den Beispielen, die noch folgen mit If-Anweisungen und so weiter, was dahinter steht, dass es erlaubt ist, Anweisungen ineinander zu schachteln. In einer Anweisung können wieder beliebige Arten von Anweisung sein und darin wieder und so weiter und so fort. Das sehen Sie jetzt hier auch wieder am Beispiel If-Anweisung. Zunächst mal bei der If-Anweisung sehen Sie die zwei verschiedenen Möglichkeiten durch Veroderungszeichen hier wieder mit einem Else-Teil und ohne einen Else-Teil. Damit ist ganz eindeutig geklärt, es gibt diese beiden Formen von If-Anweisung und keine anderen. Und natürlich müssen dann wie eine Bedingung aussehen darf, muss natürlich dann noch geklärt werden. Deshalb ist das hier in doppelten spitzen Klammern. Aber hier an dieser Stelle schon geklärt, dass die Bedingung in runden Klammern steht. Und hier sehen Sie wieder an diesen drei Stellen mit Anweisung. Hier kann eine beliebige Anweisung stehen. Es kann eine einfache Anweisung stehen ohne geschweifte Klammern, es kann eine zusammengesetzte Anweisung, Compound Statement stehen, mit geschweiften Klammern. Selbst wenn da drin in den geschweiften Klammern nur eine einzige Anweisung ist, ist Statement dann hier kein Simple Statement mehr, sondern formal ist es etwas anderes, eine zusammengesetzte Anweisung, Compound Statement mit nur einer Anweisung in der Anweisungssequenz drin. Die Switch-Anweisung hier unten ist ja die zweite Form von Verzweigung neben der If-Anweisung in Java.
analog zum CONT, CONT-Konstrukt in Racket. Und hier sehen Sie das grundsätzliche Bildungsprinzip, wo wir auf der nächsten Folie noch genauer hineinschauen müssen, was diese Switchlist eigentlich ist, wie man die exakt definiert. Switch Expression ist ein Ausdruck, der entweder einen Typ, einen ganzzahligen Typ hat oder einen Stringtyp oder einen Enumerationstyp. Wir werden bei der Switch-Anweisung nicht ganz ins Detail gehen, nur noch diese Folie, die wesentlichen Punkte dabei und alle weiteren Definitionen, die eigentlich hier notwendig wären, dann auslassen. Also, was ist so eine Switchlist, die wir eben auf der letzten Folie gesehen hatten, wo wir gesagt haben, das müssen wir jetzt auf dieser Folie noch genauer sehen. Das ist eine Liste, die entweder aus Fällen mit Case besteht oder alternativ auch wieder eine solche Liste, aber noch am Ende einen Default-Fall. Und auch hier wieder diese Liste, so wie wir das schon mehrfach gesehen haben, bei einer Sequenz, die aus mehreren, beliebig vielen gleichartigen Elementen bestehen kann, auch aus gar keinem, ja, also hier sehen Sie, eine solche Switch-Anweisung könnte auch gar keinen Fall beinhalten, ist zwar nicht besonders sinnvoll, aber prinzipiell möglich. Oder also eine List rekursiv definiert wieder, eine Fallliste besteht aus einem einzelnen Fall und einer Fallliste und irgendwo ist die Rekursion dann zu Ende. Dann brauchen wir als Rekursionsanker eben auch die leere Fallliste. Und was ist so ein einzelner Fall? Case-Item, Schlüsselwort Case vorneweg, dann ein Ausdruck, der hier erlaubt ist. Zur Erinnerung, das müssen natürlich jetzt auch ganzzahlige oder enumerationswertige oder stringwertige Ausdrücke sein. Und zusätzlich eine Einschränkung, die müssen zur Kompilierzeit auswertbar sein. Es ist also eine deutliche Einschränkung gegenüber allgemeinen Ausdrücken mit diesen Typen. Und danach, sehen Sie, kommt dann ohne geschweifte Klammern kein Compound Statement, sondern einfach nur eine Anweisungsfolge, Statement Sequence, und Statement Sequence hatten wir im Zusammenhang mit Compound Statement schon definiert, brauchen wir hier nicht nochmal zu definieren, ist genau derselbe Begriff mit derselben Bedeutung. Und hier dann noch der Default-Fall mit dem Schlüsselwort Default. Nachdem wir die If-Anweisung so definiert gesehen haben, sollte eigentlich die Definition der While-Schleife klar sein, auch der Do-While-Schleife. Hier nochmal das Detail, hier sehen Sie noch einmal unmissverständlich, dass ein Semikolon hinter die Do-While-Schleife zu schreiben ist und bei den anderen Konstrukten wie While-Schleife, Vor-Schleife eben nicht. Bei der Vor-Schleife hatten wir ja zwei Formen gesehen, einmal die normale, die lange, und dann noch eine Kurzform fürs Durchgehen von Arrays und Listen und Ähnliches. Hier nun die beiden Formen der Vorschleife, die Sie ja auch kennen. Die Langform mit den drei Bestandteilen durch zwei Semikolon separiert im Kopf der Vorschleife und dann eine beliebige Anweisung hinterher. Wir haben ja schon gesehen, das kann eine einfache Anweisung sein, das kann mit Semikolon dahinter, nicht? Einfache Anweisung plus Semikolon. Es kann eine zusammengesetzte Anweisung sein mit geschweiften Klammern. Es kann eine If-Anweisung, wieder eine Vorschleife, was auch immer sein. In der einfachen Anweisung war das Semikolon, so wie wir es vor ein paar Folien definiert haben, noch nicht vorhanden. Deshalb steht es hier nochmal explizit in der Vorschleife, was ja eigentlich auch übersichtlicher ist, nicht? Es wäre etwas merkwürdig, müsste man erst einmal genau hinschauen, wenn wir das Semikolon als Bestandteil einer einfachen Anweisung definiert hätten. Ja, hätten wir ja machen können. In Definition sind wir ja frei, wie wir etwas definieren. Aber dann hätte hier das Semikolon nicht stehen dürfen. Dann hätten wir sonst erzwungen, dass hier zwei Semikolon stehen müssen. Und das entspricht ja nun mal nicht der Realität in der Sprache Java. Deshalb ist es irgendwie intuitiver, dass wir gesagt haben, dort die einfache Anweisung plus ein Semikolon ist eine Form von Anweisung und hier jetzt auch wieder plus dem Semikolon und diesem Semikolon. Bei der Kurzform der Vorschleife haben wir im Prinzip die Struktur schon gesehen. Es beginnt mit einem Typnamen, nämlich zum Beispiel bei Arrays der Komponententyp. Dann führen wir hier einen Bezeichner ein, der ja dann in der Schleife die einzelnen Komponenten des Arrays zu durchlaufen hat. Und dann haben wir hier einen Linkswert. Das ist nochmal wichtig. Sie erinnern sich, den Unterschied zwischen Rechtsausdrücken und Linksausdrücken heißen im Englischen
R-Value und L-Value. Ich folge dieser Konvention hier. Hier darf nicht ein beliebiger Ausdruck stehen, sondern hier muss ein Ausdruck stehen, der dazu tatsächlich passt. Zum Abschluss schauen wir noch mal ganz kurz in die Definition von einfachen Anweisungen, Simple Statement. Allerdings gehen wir hier auch nicht in alle Details, das würde den Rahmen sprengen. Und darum soll es hier ja auch nicht gehen. Es geht hier nur um die Illustration, wie man mit solchen Regelsprachen umgeht und was man daraus alles an Informationen unmissverständlich herausholen kann, wenn man in die Regeln, die in dieser Regelsprache formuliert sind, dann hineinschaut. Und Sie sehen zunächst mal hier, eine einfache Anweisung kann eine Variable deklarieren oder eine Konstante deklarieren oder kann eine Art von Ausdruck sein, also ein Ausdruck, der als Anweisung verwendet wird, zum Beispiel eine Zuweisung kann das sein, mit Operator gleich oder mit Operator plus gleich oder ähnliches oder ein Methodenaufruf und so weiter und so fort. Da gehen wir nicht mehr ins Detail hinein. Eine Variablendeklaration, da schauen wir uns hier an. Sehen Sie erst einmal, beginnt mit dem Typ der Variablen, Plural, die hier definiert werden können. Und eine Liste von einzelnen Variablen, die hier definiert sind. Meistens haben wir gesehen, ich halte mich eigentlich immer daran, dass jede Variablendeklaration nur eine Variable tatsächlich deklariert, definiert. Oh, aber Sie sehen hier die Möglichkeit, dass es auch mehrere Variablen vom selben Typ sein können. Und für jede einzelne Deklaration da drin besteht die Möglichkeit, entweder nur den Namen einzuführen oder gleich diese Variable zu initialisieren. Diese beiden Möglichkeiten und keine anderen sind hier erlaubt. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Sie werden in anderen Unterlagen zu Java hier nicht eine Unterscheidung zwischen Variablendeklarationen und Konstantendeklarationen sehen. Das ist jetzt mein Spezifikum, wie ich das hier einführe. Der Grund ist der, Sie wissen ja, dass aus einer Variablendeklaration eine Konstantendeklaration wird, indem man einfach das Schlüsselwort final vorweg schreibt. Und es hat sich im Allgemeinen eingebürgert, dass man von Variablendeklarationen spricht, und zwar für beides, für Variablen und Konstanten, und dass man speziell von Final-Variablen spricht. Das ist natürlich hochgradig unintuitiv in einer Erstsemesterveranstaltung, deshalb habe ich hier entschieden, Variablen und Konstanten sorgfältig, konzeptuell und auch begrifflich voneinander zu trennen. Nicht nur hier erst, sondern auch früher in allen anderen Videos, im ganzen systematischen Durchgang durch den Stoff der FOP. Oh, aber Sie sollten natürlich wissen, wenn Sie dann in anderen Quellen schauen, dass dort die Systematik eine andere ist, nämlich enger angelehnt an die historische Entwicklung der Programmiersprache Java. Von semantischen Fehlern, also von Fehlern auf semantischer Ebene, spricht man eigentlich erst dann, wenn auf lexikalischer und syntaktischer Ebene alles okay ist. Semantikfehler heißt, dass eine Operation durchgeführt wird, die zwar eben lexikalisch und syntaktisch korrekt ist, aber eigentlich nicht definiert ist, sodass eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als das Programm abzubrechen. Zumindest in manchen Programmiersprachen wie Java. Es gibt auch Programmiersprachen, in denen auch bei einem Semantikfehler nicht unbedingt abgebrochen wird, dann ist der weitere Verlauf des Programms in diesen Programmiersprachen undefiniert, da kann alles Mögliche passieren. In Java ist es relativ einfach, Semantikfehler abzugrenzen. Das sind die Arten von Fehlern, bei denen eine Runtime-Exception geworfen wird. Also beispielsweise Zugriff auf die Attribute oder Methoden eines Objektes, wenn das Objekt gar nicht da ist, sondern wenn die Referenz den symbolischen Wert null hat. Ein anderes Beispiel für semantische Fehler ist Division durch Null bei ganzzahligen Datentypen. Bei gebrochenzahligen Datentypen, das haben wir ja schon gesehen, ist das kein Semantikfehler, weil ja mit den drei Konstanten plus unendlich, minus unendlich und NaN, not a number, dann durchaus auch das Ergebnis der Division durch Null definiert ist. Aber bei ganzzahligen Datentypen hat man sich nicht dazu durchgerungen, solche Konstanten mit hinzuzunehmen. Da ist die Division durch Null ein Semantikfehler und führt zum Wurf einer Arithmetic Exception, die von Runtime Exception ja abgeleitet ist. Weiteres Beispiel, Zugriff auf nicht existenten Array-Index ergibt Wurf einer Array-Index-Out-of-Bounds-Exception.
Und wie schon eingangs gesagt, Zugriff auf den symbolischen Wert null ergibt eine Null-Point-Exception. Die genaue Abgrenzung zwischen syntaktischer und semantischer Ebene gestaltet sich allerdings doch ein bisschen schwieriger, als wir es bisher gesehen haben, insbesondere bei solchen Punkten, die Sie hier auf der Folie sehen. Also ein Identifier wird eingeführt und hat dann einen gewissen Typ und wird dann nicht gemäß seinem Typ verwendet, sondern anders. Also zum Beispiel, Sie können ein Int-Variable nicht auf True setzen und wenn eine Klasse eine bestimmte Methode nicht hat, können Sie die natürlich auch nicht aufrufen. Die Frage ist, ist das jetzt ein syntaktischer oder ein semantischer Fehler? Nach allem, was wir bisher gesagt haben, ist das in der Tat ein syntaktischer Fehler. Denn salopp gesagt, syntaktische und lexikalische Regeln sind die, die vom Compiler auf jeden Fall überprüft werden können und wo der Compiler auf jeden Fall eine Fehlermeldung geben kann. Stimmt nicht ganz. Es gibt auch Grenzfälle, in denen der Compiler über die syntaktische und die lexikalische Ebene hinaus Fehlermeldungen oder Warnungen geben kann. Und semantische Ebene ist das, was das Programm tatsächlich macht. Und semantischer Fehler heißt entsprechend, dass das Programm etwas macht, was nicht definiert ist, aber vorausgesetzt, dass die syntaktischen Regeln und die lexikalischen Regeln eingehalten sind. Und das ist hier nicht der Fall, denn man kann durch bloßes Draufschauen auf den Quelltext erkennen, aha, das ist nicht erlaubt mit dieser Variable, diese Operation dürfen wir damit nicht durchführen, weil der Typ nicht der korrekte ist. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen man durch bloßes Draufschauen auf das Programm, auf den Quelltext erkennen kann, hier wird durch 0 geteilt werden, das ist nicht erlaubt. Deshalb könnte man denken, das wäre dann ein syntaktischer Fehler, aber wir wollen jetzt nicht unterscheiden zwischen durch 0 teilen als syntaktischer Fehler oder durch 0 teilen als semantischer Fehler. Ja, denn es im Allgemeinen wird man nicht sagen können vorneweg, dass eine Variable, durch die dividiert wird, dass die im Laufe des Programms den Wert 0 haben wird oder unter welchen Umständen sie den Wert 0 haben wird. Deshalb entscheidet man sich dazu, hier einen solchen Fehler wie Division durch 0 bei ganzzahligen Datentypen nicht nach dem, wie Sie es hier auf dieser Folie sehen, teilweise in die syntaktische und teilweise in die semantische Ebene zu tun, sondern jede Fehlerart, wie zum Beispiel die Fehlerart Division durch 0 bei ganzzahligen Typen, ist ganz auf einer Ebene und dann passt eigentlich nur die semantische Ebene. Unsere bisherige Verwendung der Begriffe Syntax und Semantik ist konform dazu, wie diese beiden Begriffe in der Informatik definiert sind, aber auch wie sie in anderen Wissenschaften, beispielsweise Linguistik, definiert sind. Leider gibt es eine gewisse Begriffsverwirrung in der Informatik, was den Begriff Syntax angeht. Ich denke, ich sollte Ihnen diese Begriffsverwirrung nicht vorenthalten, auch wenn sie erst einmal vielleicht, wie der Name schon sagt, zu etwas Verwirrung führt. Aber ich denke, wenn Sie später auf diese begrifflichen Unterschiede ohne so eine Vorwarnung von mir stoßen, dann wird die Verwirrung nur umso größer sein. Wir haben ja so eine Regelsprache gesehen, mit der wir auf lexikalischer Ebene und auf syntaktischer Ebene die wesentlichen Punkte unmissverständlich festhalten konnten. Aber solche Dinge wie falsche Verwendung einer Variable, ja nicht typkonforme Verwendung einer Variable, wie wir es da gesehen haben, dass wir beispielsweise versucht haben, einer Int-Variable den Wert true zuzuweisen, das können wir mit so einer Regelsprache nicht in irgendwie einer vernünftigen Form ausdrücken. Ja, Sie könnten sich ja vorstellen, dass zwischen der Zeile, in der der Typ von der Variable als Int eingeführt wird, und der Zeile, wo n auf true versucht wird zu setzen, dass da noch tausende andere Zeilen stehen im Extremfall. Und das zu fassen in so einer Regelsprache, das ist theoretisch möglich, aber praktisch jenseits aller Möglichkeiten. Die Begriffsverwirrung beim Begriff Syntax kommt nun dadurch zustande, dass sehr häufig, vielleicht etwas unüberlegt, Syntax eingeschränkt ist auf diejenigen Aspekte, die so durch so eine Regelsprache in der Form, wie wir es gesehen haben, eindeutig gefasst werden können. Wir haben also zwei verschiedene Bedeutungen für den Begriff Syntax, eine sehr allgemeine und eine eingeschränkte. Eingeschränkt
eben darauf, was durch eine Regelsprache in vernünftiger Weise, wie wir es gesehen haben, ausgedrückt werden kann. Jetzt kann man sich noch die Frage stellen, was sind das eigentlich für Aspekte der Syntax, die man in so eine Regelsprache hineinbringen kann und warum gehört die Typkonformität, die typkonforme Verwendung von Variablen, Konstanten und so weiter nicht dazu? Antwort: Das, was in einer Regelsprache, wie wir es gesehen haben, ausgedrückt werden kann, sind die kontextfreien Aspekte. Also die Aspekte, wo man nicht bei der Betrachtung, bei der Definition eines Konstrukts, bei der Überprüfung, ob dieses Konstrukt korrekt ist oder nicht korrekt ist, wo man nicht den Kontext drumherum betrachten muss. Und genau das haben wir nicht in dem Fall, dass eine Variable beispielsweise nicht gemäß ihrem Typ verwendet wird, denn bei der Verwendung der Variable, also sie nennen sich n gleich true, da hängt es natürlich vom Kontext ab, nämlich wie die Variable irgendwo 1000 Zeilen vorher definiert worden ist, dass sie als int definiert worden ist und nicht als boolean. Davon hängt es ab, ob die Zeile n gleich true jetzt syntaktisch sollte ich jetzt nicht sagen, ob sie korrekt ist oder ob sie nicht korrekt ist. Viele Hörerinnen und Hörer der FOP haben noch eine Pflichtveranstaltung über Automaten und formale Sprachen. Dort wird Ihnen die kontextfreie Sprache als Begriff begegnen. Das ist konform zu der Verwendung des Begriffs kontextfrei, wie wir ihn hier haben. Wir kommen nun zur nächsten Ebene, zur logischen Ebene, also zur Frage, ob ein Programm, ob ein Quelltext logisch korrekt ist, beziehungsweise welche logischen Fehler in diesem Quelltext drin sein mögen. Logischer Fehler heißt, dass man eigentlich richtig gedacht hat, was man programmieren möchte, aber bei der Umsetzung in die Programmiersprache hat man einen Fehler gemacht. Hier sehen Sie ein häufiges, ein sehr beliebtes Beispiel, das sehr häufig gemacht wird. Das hat einen allgemeinen Begriff, heißt off-by-one-error. Also Fehler besteht darin, dass man sich um eins vertan hat. Und hier sehen Sie ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie leicht es passieren kann, dass man sich um eins vertut. So, was sehen Sie hier? Sie sehen jetzt hier ein Fenster mit Pixelkoordinaten von 0 bis Weite minus 1 und von 0 bis Höhe minus 1. Oder sagen wir, das ist vielleicht der gesamte Bildschirm und das hier ist ein Fenster. Und wir wollen jetzt diese beiden Koordinaten, den ersten Pixel, der zum Fenster gehört, der letzte Pixel, der zum Fenster gehört, und wir wollen aus diesen beiden Werten die Breite des Fensters berechnen. Eigentlich eine ganz einfache Operation, bei der man aber sehr leicht diesen Off-by-One-Error machen kann, denn die Breite des Fensters ist eben nicht gerade R minus L, rechts minus links, sondern, wenn Sie nachzählen, R minus L plus 1. Passiert sehr häufig, dass man sich an so kleinen, unscheinbaren Fällen um genau 1 vertut, deshalb Off-by-One-Error. Logische Fehler machen sich in der Regel bemerkbar, entweder durch falsche Ergebnisse des Programms, durch falsche Effekte des Programms oder durch Semantikfehler, also dass durch den logischen Fehler eine Situation eintritt, die nicht mehr definiert ist. Hier sehen Sie ein Beispiel für einen logischen Fehler, nämlich dass man für den Wochentag im Englischen nur 8 Zeichen reserviert hat, für einen logischen Fehler, der jeden Mittwoch zu einem Semantikfehler führt, also in Java etwa zu einem Programmabsturz. Dies ist auch ein Beispiel dafür, dass logische Fehler häufig sehr, sehr schwer zu finden sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben das Programm mit diesem logischen Fehler, den Sie hier sehen, schon ausgeliefert an den Kunden und der Kunde arbeitet damit und an einem Mittwoch stürzt das Programm ab. Der Kunde schreibt einen Fehlerreport und Sie setzen sich am Donnerstag hin und versuchen erstmal den Fehler zu reproduzieren. Ist nicht, Sie können den Fehler nicht reproduzieren, teilen das dem Kunden mit. Der Kunde arbeitet weiter und am nächsten Mittwoch stürzt das Programm wieder ab, schreibt einen Fehlerreport. Sie setzen sich wieder Donnerstag dran, können den Fehler wieder nicht reproduzieren und so weiter und so fort. Nun zur letzten Art von Fehlern, spezifikatorische Fehler. Das heißt, schon beim Durchdenken des Problems, das man mit einer Software lösen möchte, schon beim Durchdenken der Lösung, die man in Software implementieren will, macht man Fehler. Die Grenzen zwischen spezifikatorischen und logischen Fehlern sind natürlich fließend. Dafür ist das auch ein Beispiel, ein sehr bekanntes Beispiel. Der Fehler, den man dabei gemacht hat, im Prinzip war, dass man nicht bedacht hat, dass ein Programm auch über das Jahr 2000 hinaus laufen kann.
Dies ist übrigens ein Beispiel dafür, dass die Auswahl der Programmiersprache durchaus bestimmte Fehlerarten begünstigen oder weniger begünstigen kann. Konkret hier wurde dieser Fehler sehr stark dadurch begünstigt, dass weltweit in vielen Bereichen von Geschäftswelt, Finanzwelt immer noch sehr stark die Programmiersprache COBOL aus den 60er Jahren verbreitet ist. COBOL steht für Common Business Oriented Language. Und der wesentliche Punkt hier ist, dass Zahlen in COBOL anders kodiert werden, als wie wir sie es hier in Java und in Racket kennengelernt haben, nämlich tatsächlich als eine feste Anzahl von Dezimalziffern. Also bei einer Jahreszahl würden Sie dann angeben, dass Sie diese Zahl mit 4 Ziffern bzw. mit 2 Ziffern kodieren. Und aus Platzgründen wurde in vielen, vielen dieser Programme entschieden, nur 2 Ziffern für die Jahreszahl herzunehmen, was bis zum Jahr 1999 keine Probleme macht, aber Jahr 2000 dann eben ein Problem macht. Oder anderes Beispiel für Zahlen in COBOL, ja, in der Geschäftswelt geht es natürlich oft um Geldbeträge. Da kann man in COBOL angeben, dass man so und so viele Stellen vor dem Komma haben möchte und genau 2 Stellen nach dem Komma für die Eurocent oder für die Dollarcent oder wofür auch immer. Dieses Beispiel hier ist ein Beispiel dafür, dass Programmierfehler durchaus Gefahren bedeuten für Leib und Leben von Menschen. Was war hier das spezifikatorische Problem? Es geht um die Schubumkehr. Ja, wenn ein Flugzeug landet, so wie es auf der Landebahn ist und jetzt bremsen soll, dann wird zur Unterstützung die Schubumkehr eingeschaltet, sodass die Düsen über eine Umlenkung dann nach vorne strahlen und damit die Bremsung unterstützen. Aus nachvollziehbaren Sicherheitsgründen ist diese Schubumkehr so lange blockiert, wie das Flugzeug noch in der Luft ist, wie das Flugzeug noch nicht auf der Landebahn ist. Hier wurde ein spezifikatorischer Fehler gemacht, der sich in einer bestimmten Situation ausgewirkt hat, dass die Reifen eben noch weiterhin nicht gerollt haben, sondern noch durchgerutscht sind, was der Bordcomputer interpretiert hat als: Das Flugzeug ist immer noch nicht auf der Landebahn. Der Pilot hat versucht, die Schubumkehr einzuschalten, aber die war noch blockiert. Hier noch ein letztes Beispiel, das extremste Beispiel, das mir jemals untergekommen ist. Extrem im Sinne von extreme Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich das Ziel des ganzen Projektes war, und dem, was der Projektnehmer spezifiziert hat. Zum Schluss noch einmal die Zusammenfassung. Was bedeutet eigentlich Korrektheit eines Programms? Wir gehen hier davon aus, dass das Programm ohne Probleme durch den Compiler durchgekommen ist, also tatsächlich übersetzt worden ist, sodass dann diese Punkte die Korrektheit eines Programms definieren. Ja? Dass es nicht abgebrochen wird, weil ein semantischer Fehler aufgebrochen ist, dass es keine Endlosschleife oder ähnliches gibt. Bei Termination müssen wir 2 Fälle unterscheiden. Ja, es gibt Programme, die eine bestimmte Aufgabe erledigen sollen und sich dann selbst beendigen sollen. Das heißt also, Termination bedeutet in diesen Fällen, wenn die Aufgabe erledigt ist, soll das Programm tatsächlich wie geplant beendet sein, soll zum Beispiel nicht mittendrin in eine Endlosschleife laufen. Es gibt aber andere Programme, denken Sie beispielsweise an Ampelsteuerung, die sich nicht selbst zu irgendeinem Zeitpunkt nach Lösen irgendeiner Aufgabe beenden sollen, sondern die potenziell unendlich lange laufen sollen. Und hier bedeutet Termination, korrekte Termination natürlich, wenn der Befehl von außen kommt, dass die Ampelsteuerung heruntergefahren werden soll, dann soll das auch passieren. Und natürlich sollen die Ausgaben, die ein Programm liefert, wenn ein Programm etwa irgendwas berechnet, die sollen korrekt sein, beziehungsweise wenn ein Programm Effekte hat, denken Sie etwa an Prozesssteuerung, dann sollen diese Effekte der Spezifikation entsprechen und die Spezifikation sollte natürlich tunlichst dem tatsächlichen Realitätswunsch entsprechen.